dich, mein Lieber. Grüß dich, hallo. Schön, wieder mal in deinem schönen Haus zu sein. Ja, liebe Rüsselsheimerinnen und Rüsselsheimer, als Stadtverordnetenvorsteher setze ich meine Reihe fort von Hausbesuchen. Ich bin bei interessanten Menschen, die in interessanten Häusern wohnen. Und heute bin ich bei Volker Cimbala. Und es hat einen Grund, dass wir hier stehen mit diesem, ich sage erstmal ganz neutral, Gerät. Das wird der Volker jetzt gleich erklären, was das ganz genau ist. Und er hat damit sehr viel zu tun, weil die Sportart, die er gleich erläutern wird, dass die hier in Rüsselsheim ausgeübt wird, das liegt daran, dass er das gegründet hat. Das kann ich schon mal vorausschicken. Mitgegründet. Wir müssen ganz korrekt sein. Mitgegründet. Was für den Volker spricht als einen Menschen hier in Rüsselsheim, ein Rüsselsheimer aus Leidenschaft, der sich für seine Stadt, die er liebt, ich glaube, Volker, das darf ich sagen, die er liebt, sich engagiert, sich einbringt und, da kommen wir später dazu, durch seinen Job und Hobby, nämlich die Fotografie, auch dokumentiert und er wird es nachher zeigen, anhand von Bildern, einen ganz besonderen Blick auf seine Heimatstadt hat. Aber jetzt fangen wir, Volker, mit dir mal an. Erklär uns mal dieses tolle Gerät hier. Also das ist ein Korb aus dem Ostpark, ein Discgolf-Korb, den ich 2006 selbst eingepflanzt habe. Das war mein erster Korb, den ich eingepflanzt habe. In diesem Korb habe ich mein erstes Ass geworfen und wie wir neue Körbe gekauft haben, habe ich den wieder ausgebuddelt und habe ihn hier in den Garten gestellt. Das ist wirklich ein wichtiger Korb für mich, da habe ich schon viel mit erlebt. Ja. Also normal ist man traurig, wenn man einen Korb kriegt, aber du bist glücklich. Genau. Ja. Ja. Stimmt, ja. Und wir haben den Verein gegründet damals mit 7 oder 9 Mann. Ich weiß, es waren 9, glaube ich. Und mittlerweile sind wir der größte Verein in Deutschland. Boah, das ist aber, das ist eine Geschichte. Also, kann man sehen. Wie viele Mitglieder habt ihr ungefähr? 160. 160 waren das. Ja. Respekt. Und es kommen jeden Monat neue dazu. Ja. Durch die Pandemie jetzt. Die Leute gehen raus, die sehen das. Und ja, es wächst ständig. Wir haben sogar schon Angst, dass es zu viel wird. Ja, ja. Wir zeigen gleich noch ein paar spezielle ausgewählte Bilder von dir. Aber sag doch noch mal ganz allgemein zu deinem zweiten großen Hobbybereich Fotografie. Was bedeutet es für dich, Fotograf zu sein? Und was bedeutet es für dich, Rüsselsheim zu sein? Also Fotograf zu sein ist für mich wichtig, weil ich habe mit 12 oder 11 von meinem Vater die erste abgelegte Kamera bekommen. Die war auch kaputt. Okay. Da musste man sich dann ein Belichtungsmesser dazu kaufen, dass man richtig fotografieren kann. So lernte man es dann auch. Viele wissen gar nicht mehr, was das ist, ein Belichtungsmesser. Genau. Und somit kam ich zu der Fotografie. Mein ganzes Konfirmationsgeld habe ich in eine erste Kamerausrüstung gesteckt, die übrigens dann auch die ersten Jahre beruflich ihr Geld verdient hat. Die war damals schon so gut, dass ich mit der dann bestimmt noch 4 Jahre beruflich fotografiert habe. Ich liebe das hier in Rüsselsheim, meine Heimat schon, meine Heimat zu fotografieren, die Menschen zu kennen, die Locations zu kennen, zu Hause zu sein und zu Hause zu arbeiten. Das hat gerade der Ari hat vorhin gesagt, Homeoffice. Rüsselsheim ist ein großes Homeoffice. Das ist schön hier. Also ich finde das toll. Mhm. Ja. Ja, jetzt kommen wir, du hast noch ein kleines Hobby, das steht bei dir rum, sag ich mal so, ja. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Ende letzten Jahrtausends waren wir in Venezuela und da gibt es traditionell auch viel rum. Und wir haben mit dem Guide eine Führung, Drehorte, Apokalypse Now und sowas gemacht und irgendwann sagte er zu mir, wollen wir mal in einen Rumladen gehen. Er hat natürlich Bekannte da, der einen Rumladen hat, wie das so ist. Mhm. Und dann sind wir da rein und dann sagt er, was brauchst du denn für einen Rum, was trinkst du? Und dann sag ich, trinke eigentlich gar keinen Rum, ich trinke halt mal an der Cola, darf man heute gar nicht mehr sagen. Ja. Und dann sagt er, hier hast du einen für die Cola und hier hast du einen zum Purtrinken. Okay. Und mit den 2 Rumflaschen bin ich dann nach Hause, wobei dem zu Purtrinken, den habe ich dann mit ins Handgepäck genommen, das ist auch eine sehr lustige Geschichte und wir waren so eine Clique in Venezuela. Und es war die Dominikanische Republik und nicht Venezuela, es war die Dominikanische Republik. Und dann habe ich während dem Flug den Rum ausgepackt. Wir haben im Gang gestanden und haben aus diesen kleinen Wasserhütchen haben wir rumgetrunken, bis dann der Stewardess kam und mich sehr böse angemacht hat. Wobei ich ihm dann auch eine böse Antwort gegeben habe, weil er so böse zu mir war. Und ich ihm gesagt habe, dann schmeißen Sie mich da raus. Aber meine Frau nicht erbaut von der Rum kommt, die Rumgeschichte ist scheiße. Die hängt Ja, und dann irgendwann mal habe ich einen zweiten Rum zum Geburtstag geschenkt bekommen.
Und so hat es dann angefangen zu schmecken. Schmeckte nach Früchte, schmeckte nach Mandel, schmeckte nach Vanille. Die Nase gewöhnt sich langsam dran und riecht es raus. Und so wurde es zum Hobby, rumzusammeln, rumzutrinken. Und ich habe mit vielen Leuten schon hier Rumproben gemacht, die alle sagten, was willst du mit einer Rumprobe rum pur? Und mittlerweile kaufen meine ganzen Freunde rum und wir machen immer mehr Rumproben. Und das ist also ziemlich, ziemlich lustig. Und es gibt auch wahnsinnig viele Geschmäcker im Rum. Es gibt 10-mal mehr Stoffe, Geschmacksstoffe im Rum als im Whisky zum Beispiel. Das okay. wissen die Leute gar nicht. Mhm. Er ist viel vielfältiger und es gibt viel vielfältige Variationen. Mhm. Und jedes Mal, wenn man Rum kauft, schmeckt man oder riecht man was anderes raus. Das ist sehr fantastisch. Mhm. Ja. Gut. Du hast natürlich auch die geeignete Location, um sich gemütlich mal hinzusetzen und was zu trinken. Und du wohnst in diesem ganz fantastischen Haus. Bevor wir uns das jetzt auch anschauen im Film, noch mal 1-2 Fakten zu dem Haus. Was kann man über dieses schöne Haus mitten in Rüsselsheim der Innenstadt sagen? Also es liegt fast am Main. Mhm. Das ist schon mal sehr schön. Es wurde von einem Rennfahrer, der bei Opel gefahren ist, wurde das gebaut 1908. Und es haben auch noch gar nicht so viele Leute drin gewohnt. Also es wurde lange jeweils bewohnt von den Bewohnern. Und es ist in einem tollen Stil, zur Gründerzeitstil, es ist, der Garten ist toll, es ist sehr geräumig, es ist wunderschön renoviert vom Vermieter. Und jeder, der kommt oder hier schon drin war, auch schon vor uns, fühlt sich in diesem Haus einfach super wohl. Das ist echt klasse. Ja. Dieser Rennfahrer heißt Christian Michel und wir haben ein bisschen recherchiert. Vielen Dank an Frau Dr. Maul, die uns die Informationen geliefert hat. Und die Enkelin lebt sogar noch in Rüsselsheim, habe ich erfahren. Und er war nicht irgendein Rennfahrer, sondern er hat auch wichtige Preise gewonnen. Und zwar 1911, irgendeinen kaiserlichen russischen Preis. Mhm. Wird nochmal genau nachgeliefert. Also interessante Persönlichkeit. Und wie das halt so in Rüsselsheim ist, die Häuser, alles hat irgendwie mit Opel zu tun, ist ganz klar. Ja. Soweit erstmal zum Volker und jetzt gucken wir uns das Haus an. Ach, großartig. So, Ausblick. Uiuiui, unbezahlbar, Volker. Unbezahlbar. Schönste Ausblicke, fast der schönste Rubens. Auf jeden Fall einer der schönsten, das kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Das ist wirklich eine der tollsten Wohnlagen, das muss man einfach mal betonen hier. Und dieser Ausblick auf den Main, grandios. Ja. Du glaubst gar nicht, wer hier alles fährt und läuft. Oh, okay. Also wenn ich hier sitze, es ist immer irgendjemand zum Schwatzen, der anhält oder der auf dem Damm stehen bleibt. Oder auch die Gabi Höll zum Beispiel, die geht hier unten mit dem Hund, die winkt dann immer zu. Und du hast immer Kontakt zum Menschen hier. Das ist super. Das ein echt super. Kommunikativer Ort. Und dann gucken wir uns mal die Küche an. Oh, die Küche, jawohl. Ja. Gemütlich. Der Lebensmittelpunkt. Sehr gut. Ja. Und ich sehe, du kochst auch mit Gas. Sehr ordentlich. Ja. Und fast täglich, also wenn es geht, wenn es die Zeit erlaubt, koche ich gern. Im Sommer natürlich unten in der Sommerküche, weil das bietet sich an, aber kochen schon immer. Also wir kochen eigentlich alle gern. Die Jungs kochen gut. Okay. Die Frau kocht ganz toll und ich gebe mir auch Mühe. Sehr gut. Volker, ich hatte dich gebeten, 3 Bilder auszusuchen. Mir war klar, dass du das nicht schaffst, dass es mehr sein müssen. Aber es ist eine begrenzte Zahl geblieben. Du hast gesagt, es ist dir sehr schwer gefallen, das so einzugrenzen. Aber ich habe dich nicht nur gebeten, 3 Bilder rauszusuchen, sondern ich habe dich gebeten, Bilder rauszusuchen, die dir ganz persönlich was bedeuten. Und wenn es ihnen geht, dass sie mit Rüsselsheim was zu tun haben. Aufgabe weiß ich jetzt schon, habe ich gesehen, perfekt erfüllt. Jetzt musst du uns aber noch sagen, warum du die ausgewählt hast und was sie für dich bedeuten, diese Bilder. Ja, ich habe einmal den Discgolfkorb im Waldschirmbach ausgewählt, weil in Rüsselsheim so vieles möglich ist. Wir durften den Verein damals gründen, wie schon gesagt, und die Stadt hat uns 2 Flächen zur Verfügung gestellt, um Parcours zu bauen. Und jeder, der nach Rüsselsheim kommt und Discgolf spielt, sagt, es ist wunderschön bei euch. Und das ist eigentlich symbolisch, bei Sonnenuntergang im Waldschirmbad noch eine Runde zu spielen, danach vielleicht noch einen Apfelwein zu trinken. Und das ist einfach super. So. Nummer 2. Nummer 2. Oldtimer-Treffen. Hätte ich natürlich 400 Fotos zeigen können. Ja. Das ist nur ein symbolischer Foto für das Oldtimer-Treffen, weil das ist ein toller Tag im Jahr. Es kommen ganz viele Menschen von auswärts. Für mich ist das ein großer Tag, weil ich
morgens im Rind frühstücke, wenn die ganzen Oldtimer da vorbeifahren, dann da ein paar Fotos mache für die Zeitung und dann natürlich auf dem Treffenlauf noch Menschen mit nach Hause nehmen. Das ist auch so ein kommunikativer Tag, wo immer viel passiert. Nummer 3. Eine der größten Veranstaltungen in Rüsselsheim für mich ist Phonopop. Danke an Metz und Flo und an die ganzen anderen Helfer, die wirklich das zu einem Event gemacht haben, was über Rüsselsheim hinausgeht, wo die Menschen aus der ganzen Welt fast kommen. Tolle Atmosphäre, danke an die Leute vom Opelwerk. Das müsste man wieder auferleben lassen. Das ist super. Vielleicht geht ja was beim Motorwerk. Guck mal. Jetzt kommt ein Bild, da sind zwei liebe Menschen drauf, die ich auch sehr gut kenne und auch sehr mag. Und ich finde es wirklich ein ganz gelungenes, ganz tolles Bild. Ich muss dazu sagen, da habe ich natürlich auch wieder jede Menge Fotos, die ich hätte auswählen können. Aber die zwei habe ich 10 Tage lang begleitet, morgens und abends. Es war ein Traum, mit denen auf dem Hessentag unterwegs zu sein. Und der Hessentag war klasse für diese Stadt. Und wie gesagt, ein bisschen mehr Schwung hätte bleiben dürfen. Das wäre schön gewesen. Ja. So, jetzt kommt ein Klassiker. Mhm, der ja. Klassiker, den schon jeder fotografiert hat. Da ich am Main wohne, laufe ich oder fahre ich jeden Tag an dem Leinreiter vorbei und es ist immer eine andere Atmosphäre, immer eine andere Stimmung. Symbolisch für die Stadt, finde ich. So ist es. Jetzt haben wir noch ein schönes Schlussbild. Ja, das schöne Schlussbild ist das Weinetikett, was ich vorletztes Jahr auf dem Riesling, auf dem Rüsselsheimer Riesling hatte. Bin ich natürlich sehr stolz, dass ich auch mal eine Etikett für diesen Wein gestalten durfte. Der ganz besondere Blick des Fotografen Volker Cimbala auf unsere schöne Stadt Rüsselsheim am Main.